Alphatürm, Felsirteljan, Fornspjolfirer, Faur erfremst um Mann, Eckmannjotnar, Aur um Bornar, Faur er i mir, mit Föber Höfte, mir Mann Eckheimer, mir i mit Moran hier moll nehmt an. Auf war alte, fahr er in mir pickte, war Sander neisäer, neis Walfer unnäher, Urt war's Affer nei Upphimin gatt, war Ginnunga en Grag. Geiergarma, Mjöck, Virginna, Pelle,
Brasil asker standan din i mer is alnar train en jotton lossnar hetra allar a helvegon autors fultar sansetfir om ifnir kvatt med auson kvatt med aulfon knir all jotton heiber asier Thank you.
Meine Leute sollten, bevor sie Kriege führen, erst einmal miteinander reden. Ja. Sonst kommen die Monster in der Nacht. Sie kommen, die Monster in der Nacht, und werden die Dummköpfe heimsuchen. Einst hat Zwerger, der König Zwerger, ein schwedischer König, gesagt, und das bedenket: Nimmt der Ritter das Schwert in die Hand, ja, dann weinen so viele. Der gerade so mange, der
kommen Sie nicht in euren Träumen vor. Ja, bitte. Jetzt werden wir von einem anderen Monster singen. Frochtar hat Kunde getan, dass ein Monster seine Leute dezimiert. Und dann kam Beowulf. Und Beowulf sagte, nicht mit dem Schwert oder dem Messer oder der Axt werde ich Grendel töten. Nein, mit meinen bloßen Händen werde ich es erlegen. Beowulf ist mein Name! Yeah.
einige Bands haben zur Walpurgisnacht Lieder geschrieben. Bei uns heißt das Beltane. Also wir singen jetzt ein keltisches Liedlein. Also wir singen nicht nur Wikinger-Lieder heute. Eben war das eine Wikinger-Geschichte, aber aufgeschrieben von englischen Mönchen im 6. Jahrhundert, deswegen war es altenglisch. Und nun beschreiben wir unsere Party beim Tanz in den Mai bei den Kelten, Leinbeltin. Wir tanzen nackt. Pech, dass heute nicht der 30. April ist. Thank you.
Schwitzen. Und wer jetzt die CD schon hat, der weiß, da gibt es ein Special mit Doro Pesch. Will jetzt nicht alle nennen, aber Hans Kirsch hat diesen Song gesungen. Landethemen von Blind Guardian. Also lasst euch das nicht entgehen. So, jetzt ist das Ende gekommen, meine Damen und Herren. Das Ragnarök erwartet euch. Und das ist das Jatterhorni, das ihr hört, wenn das Ende naht. Und wir haben zum Weltuntergang etwas ganz Spezielles mitgebracht. Diana, die Göttin der Jagd, wird... Ja, das erste Mal, dass sie mit uns auf der Bühne steht. Und ihre glockenklare Stimme wird euch beim Ragnarök begleiten. Reiser! Möge! Der Jahr! Auf Bühnen verjagt, möge die Strunkar Stilum No!
Odin, Hugin und Munin auf Reise. Sie sollen zu euch kommen, um zu sehen, was ihr so treibt den ganzen Tag. Sündhaftes Leben, das ist gut. Und am Abend kommen sie zu Odin zurück, setzen sich auf seine Schulter links und rechts und erzählen ihm von eurem sündigen Leben. Und Odin ist zufrieden, aber er hat Angst, dass eines Tages vielleicht Hugin nicht zurückkommt. Aber am meisten macht er sich Sorgen um Munin. Hugin und Munin. Thank you.
Indianer bei dem folgenden Liedchen ja auch mitsingen kann. Und ihr übrigens auch. Wir haben das schon mal mit euch ausprobiert hier. Jetzt singen wir von Ariel. Aber natürlich von der originalen Harfrau, von der Mermaid, von der Seejungfrau. Und Harfruhe, Harfruhe, Dancer, Petilje, denn Harfruhe, Dancer, Petilje. Was habt ihr zu singen? Harfruhe, Harfruhe, Dancer, Petilje, denn Harfruhe, Dancer, Petilje. Ja, das könnt ihr euch merken, bis jetzt haben es immer alle geschafft. Mal sehen, was heute hier so passiert. Harfruhe, Harfruhe, Dancer, Petilje, denn Harfruhe, Dancer, Petilje. Yeah.
weiß ja nicht, wer von euch beim Wacken war. Ja, so einige. Aber ihr könnt euch das Konzert von uns, also das war die Probe fürs Festival Medieval. Leider können wir das jetzt nicht genauso wie auf dem Wacken machen, denn es hat geregnet. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt nicht hinsetzen. Auf dem Wacken haben dann wirklich, ich weiß nicht wie viele, 10.000 Leute gesessen und haben gerudert. Also ihr braucht jetzt nur zu rudern, das wäre vielleicht dann doch ein bisschen, sonst erinnert ihr euch stundenlang an Boris Korax, die haben euch eure Ärsche nass gemacht. Also, row with. Alle rudern jetzt! Row with, das heißt, rudert Wikinger! Row with Wikinger! Zwischendurch, wenn ich mal eine Strophe singe, könnt ihr vielleicht das Boot treiben lassen. Thank you.
angekommen. Dankeschön fürs Rudern. Thank you.
die Wölver. Odin, willst du wirklich wissen, was passieren wird? Und so, das Ende naht. Das Ende ist nie absolut. Nach dem Ragnarök kommt das Gimli. Und nach dem Gimli kommt Nalaus. Am Ende werden die Hände thank you.
Liebe Leute, theoretisch war's das jetzt schon. Also, wir haben uns was überlegt. Erstmal, okay, wir spielen noch was. Aber, weiß ich, vielleicht wisst das gar nicht, wer jetzt VS Thorax nicht so kennt. Es gab ein paar Leute, die haben Angst, dass wir jetzt nur noch Metal machen. Braucht da keine Angst haben. VS Thorax wird immer als Mittelalterband immer weitergehen. Wir haben damals zum Beispiel Cantus Poranus gemacht, also moderne Klassik, Chorus Thorax, Cantus Poranus. Danach haben wir eine Band gegründet, Berlinski Beat, habt ihr ja auch schon gehört. Da haben wir auch ganz feine Sachen an. Und dann haben wir Fluch des Drachen gemacht, auch damit waren wir hier schon. Danke, Blacky! So. Und jetzt Aera Metallum mit unseren beiden neuen Gitarristen Maza. Richtig! Und okay, wir spielen jetzt noch einmal und danach stellen wir euch die ganzen Leute vor, die heute mitgemacht haben. Wenn ich richtig gezählt habe, war das noch kein neuer Rekord. Das war mit Cantus Poranus 172 Leute in Berlin. Aber hier immerhin 28 Leute haben mitgemacht. Wir wollen mit euch nochmal rudern gehen. Ist das okay für euch? Und wenn ihr mitsingen wollt, Rowis Vikingar. Rowis Vikingar. Das ist in der Edda die einzige Stelle, meiner Meinung nach, wo das Wort Vikingar vorkommt. Also sozusagen in der nordischen Bibel. Ich hole mir meinen Ruder. Wie gesagt, auf dem Backen haben die Leute gesessen. Heute lassen wir es. Ja, jetzt habe ich die Göttin der Jagd, Diana, vermisst. Also, Row, Wiss, Wikingar. Wir fahren jetzt von Dänemark nach Island über die Färöer. Wer kommt mit? Rowis Vikingar!
Das war ein großartiges Fest für uns. Dankeschön, Blackie. Dankeschön, Festival. Minimal. Danke, dass ihr gekommen seid. Yes. Alle Leute, kommt auf die Bühne. Die Kongregatio Ehre Metallum Corvus Corax!